Letztes Jahr hatte ich mit dem EPF 2 XT600 vor mir meinen allerersten E-Scooter, der mich auch voll begeistert hat und mich zu einem E-Scooter-Fan gemacht hat. Und nachdem ich jetzt danach noch ein paar andere Scooter getestet bzw. gefahren bin, war der EPF XT600 für mich noch immer mein Favorit. Jetzt habe ich hier aber das neueste Modell von ePower Fun, den EPF Pulse. Und ich muss zugeben, dass ich das erste Mal, als die zwei Scooter nebeneinander standen, doch etwas skeptisch war, denn das neue Modell ist doch nochmal um einiges größer, wuchtiger und schwerer wie der EPF 2, den ich einfach mag. Aber nachdem ich jetzt einige Wochen mit dem neuen E-Scooter unterwegs gewesen bin, möchte ich dieses Modell auf keinen Fall mehr hergeben. Der EPF Pulse ist wie der EPF 2 klasse verarbeitet und fühlt sich sehr hochwertig an. Dann ist der neue E-Scooter jetzt voll gefedert und den Fahrkomfort merkt man, vor allem auf nicht so guten Straßen. Auch gibt es ein paar coole Upgrades und Verbesserungen, dazu aber nachher mehr. Aber was mir besonders aufgefallen ist, ich fühle mich extrem sicher und wohl auf dem EPF Pulse. Dann zum E-Scooter. Klasse finde ich, dass wir hier vorne und auch hinten wieder Blinker haben. Zusätzlich aber piepen die jetzt auch, was ich sehr gut finde. Sollte das aber jemanden stören, kann man das auch in der App deaktivieren. Vorne haben wir jetzt ein eckiges Frontlicht, was auch gut zur Optik passt, das jetzt aber sogar 80 Lux hell ist, anstatt 50 Lux wie beim EPF 2. Was ich jetzt aber toll finde, es gibt jetzt ein Bremslicht und ich finde auch die Höhe, besser gesagt wie es hier angebracht ist, optisch sehr schick und es fällt vor allem sehr gut auf. Das ist übrigens auch das Rücklicht und das hier drunter ist ein Reflektor. Dann haben wir hier hinten wie auch vorne jetzt Scheibenbremsen und zusätzlich hinten noch eine elektrische Motorbremse, mit der wir auch beim Bremsen Energie zurückgewinnen. Ich bremse am liebsten mit der elektrischen Bremse, also mit der Daumenbremse hier, mit der man auch sehr angenehm bremst bzw. langsamer zum Stehen kommt. Wollt ihr aber sehr schnell zum Stehen kommen, dann drückt ihr am besten gleichzeitig den linken und rechten Bremshebel für die Scheibenbremsen. Übrigens, wenn ihr einen der zwei Bremshebel nutzt, wird auch automatisch die elektrische Bremse mitgenutzt. Sehr interessant wird es jetzt aber beim Motor, denn der EPF Pulse hat auch wie der EPF 2 XT600 einen Heckantrieb mit einem 500 Watt starken Motor und auch 1200 Watt Peak. Allerdings gibt es hier trotzdem einen großen Unterschied, denn das neue Modell hat trotzdem mehr Power. Ich bin mit meinen 80 Kilo mit dem EPF 2 XT600 ohne Probleme unseren Berg hochgefahren und das mit 20 bis 22 km/h, was mich damals schon sehr erstaunt hat und für mich auch ein sehr wichtiger Punkt bei einem E-Scooter gewesen ist. Denn wir wohnen etwas weiter oben bzw. auf einem Berg und wenn wir nach Hause möchten, haben wir einen Höhenunterschied von ca. 135 Meter bei einer Strecke von knapp 2,8 Kilometer und einer Steigung von maximal 15%, überwiegend aber 7 bis 13%. Mit dem EPF Pulse schaffe ich das Ganze ebenfalls ohne Probleme und das sogar mit fast immer laut Tacho 22 km/h. Ein Freund von mir, der über 110 Kilo wiegt und mit dem EPF 2 hier noch Probleme hatte und teils auch zum Stehen gekommen ist, kommt jetzt ebenfalls problemlos mit einer Geschwindigkeit von 15 bis 16 km/h den Berg hoch, was uns echt erstaunt hat und wir richtig klasse fanden. Interessant wurde es aber bei diesem Stück hier, was doch nochmal sehr steil ist. Mit dem EPF 2 XT600 komme ich mit meinen 80 Kilo hier hoch, allerdings geht die Geschwindigkeit auf 8 km/h runter. Und mit dem EPF Pulse komme ich hier sogar mit 14 km/h hoch. Klasse! Das gleiche dann nochmal mit einem Fahrergewicht von über 110 Kilo, wo der EPF 2 keine Chance hatte. Aber mit dem EPF Pulse kommt man auch diesen Weg mit 7 bis 8 Stundenkilometer hoch, was uns mega überrascht hat und richtig gut ist. Wie das möglich ist, kann ich euch so genau nicht sagen, da kenne ich mich leider zu wenig aus. Das neue Modell hat aber größere und stärkere Magnete verbaut, die dadurch mehr Drehmoment erzeugen. Und hier bekommt der EPF Pulse ganz klar einen Daumen nach oben. Denn trotz dass beide E-Scooter einen 500 Watt starken Motor mit 1200 Watt Peak haben, kommt das neue Modell deutlich besser eine Steigung hoch und das sogar mit mehr Gewicht. Ein weiterer wichtiger Punkt für mich ist die Geschwindigkeit, denn in Deutschland sind maximal 20 km/h plus 10% Toleranz erlaubt und wie ihr bereits schon gesehen habt, fährt der EPF Pulse auch 22 km/h. Top! Eine weitere Neuerung, die mir mittlerweile bei einem Scooter doch wichtig geworden ist, ist die Vollfederung. Denn nachdem ich mir letztes Jahr noch den Trittbrett Fritz zugelegt habe, der vorne und hinten gefedert ist, war es doch nochmal ein angenehmeres Fahrgefühl, gerade auf nicht so guten Straßen. Der EPF Pulse ist jetzt ebenfalls voll gefedert und das Fahren bzw. die Federung finde ich jetzt nochmal angenehmer wie bei meinem Fritz. Es ist zwar nicht ganz so weich eingestellt, aber empfinde ich oder auch meine Kollegen als optimal. Auch bin ich jetzt öfters mit dem E-Scooter im Wald unterwegs gewesen und das Fahren hat erstaunlich gut geklappt und hat vor allem mega Spaß gemacht. Ich hatte mit dem Pulse auch einen sehr guten Halt und das obwohl wir keine Offroad-Bereifung haben. Auch habe ich hier wieder die stärkere Leistung gespürt, denn ich bin ohne Probleme auch steilere Waldwege hochgekommen.
Was ich auch noch erwähnen möchte und ich sehr positiv finde, ist die Bodenfreiheit von 14 cm, mit der ich bis jetzt nur Vorteile hatte, denn so komme ich zum Beispiel auch über Bordsteine ohne den Scooter anzuheben. Übrigens noch was, was mir ebenfalls aufgefallen ist, die Schutzbleche gehen hier schön weit runter und schützen vor allem auch die Federung hier vorne und vor allem auch die zwei hinten, denn das war zum Beispiel etwas, was mich beim Fritz extrem genervt hat, denn wenn diese mal schmutzig waren, und das wurden sie schnell, macht das Ganze keinen Spaß zu putzen. Dann haben wir hier schlauchlose 10 Zoll große Luftreifen mit einer selbstreparierenden Geleinlage und die Reifen sind auch nochmal minimal etwas breiter wie beim EPF 2. Das Trittbrett hat eine Länge von 48 cm und ist 19 cm breit. Ich habe mit Schuhgröße 42 einen sehr guten Halt drauf, das Stehen ist sehr angenehm und was vor allem sehr wichtig ist, ich fühle mich sehr wohl und sehr sicher drauf. Am Lenker gefallen mir die ergonomischen Griffe sehr gut. Auf der rechten Seite haben wir einmal die Taste für das Licht sowie der Ein- und Ausschalter, mit dem wir auch die Fahrstufen ändern können. Es gibt einmal Stufe 1 mit einer Geschwindigkeit von 6 Stundenkilometer, dann Stufe 2 mit der maximalen Geschwindigkeit von 22 km/h, aber mit einer langsamen Beschleunigung und wir haben dann noch die Stufe 3 mit der maximalen Beschleunigung und Geschwindigkeit. Dann haben wir hier das Daumengas und hier den Bremshebel für die hintere Bremse. Links haben wir dann die Tasten für die Blinker, hier die elektronische Bremse, eine Klingel und der Bremshebel für die Vorderbremse. In der Mitte haben wir dann das Display, das sich auch bei Sonnenlicht noch immer sehr gut ablesen lässt. Hier haben wir einmal die Geschwindigkeit, die aktuelle Fahrstufe und die Akkuanzeige, sowie das Symbol für das Licht, wenn es eingeschaltet ist, oder für die Blinker. Dann hat der E-Scooter auch eine Wegfahrsperre, und zwar wenn man ihn anschaltet, kann man diesen nicht wegschieben. Das konnte man immer mit dem Handy bzw. mit der App aktivieren oder deaktivieren. Beim Puls können wir jetzt aber mit dieser NFC-Karte die Wegfahrsperre deaktivieren, was ich sehr gut finde, da man somit nicht immer zwingend auf das Handy angewiesen ist. Drei von diesen NFC-Karten sind auch im Lieferumfang mit dabei. Auf der Website von ePowerFun kann man aber noch zusätzlich weitere Karten dazu kaufen. Sollte einem von euch aber das mit der NFC-Karte stören, kann man das auch in der App deaktivieren. Dann haben wir beim Puls auch einen Controller von Hoppingwing verbaut, so wie auch beim EPF 2. Neu ist jetzt aber hier, und das gefällt mir mega, wir können in der App die Reaktion der Beschleunigung und des Bremsverhaltens der elektrischen Bremse nach unserem Geschmack einstellen. Absolut klasse und vor allem toll, dass das jetzt hier unkompliziert möglich ist. Ein weiterer wichtiger Punkt bei einem E-Scooter ist für mich die Reichweite, denn ich fahre gerne auch damit zur Arbeit und mein Arbeitsweg hat knapp mit Hin- und Rückweg 60 Kilometer und das mit einem Höhenunterschied von 234 Meter, was auch ein wichtiger Faktor ist, da der Scooter mehr Leistung benötigt. Ich habe jetzt hier die größte Version mit einer maximalen Reichweite unter den perfekten Voraussetzungen, wie zum Beispiel das Gewicht mit 104 Kilometer, man bekommt den EPF-Puls aber auch mit bis zu 78 Kilometer oder 52 Kilometer. Dann spielt natürlich auch das Gewicht eine Rolle und der EPF Puls, so wie ich ihn hier habe, wiegt 25,2 Kilo, das mittlere Modell 24,3 Kilo und das kleinste Modell 23,5 Kilo. Sehr interessant finde ich vor allem, dass die drei EPF Puls Modelle um einiges leichter sind, wie zum Beispiel mein neuestes Modell, der E-Grid A1, der nochmal mit 30 Kilo 5 Kilo schwerer ist wie mein EPF Puls. Und dieses Gewicht merkt man. Kommen wir zu meinem Fazit. Der EPF Puls ist ein klasse E-Scooter mit toller Verarbeitung, einen 500 Watt starken Motor mit 1200 Watt Peak, mit dem man auch sehr gut Steigungen hochkommt, so wie in meinem Fall, dass ich damit problemlos unseren Berg hochfahren kann, damit ich nach Hause komme und das mit 21-22 Stundenkilometer und einem Gewicht von 80 Kilo. Auch schafft der E-Scooter es jetzt den Berg hoch mit einem Fahrergewicht von ca. 110 Kilo, zwar nicht mit vollem Tempo, aber immer noch mit 16 Stundenkilometer. Auch wie ihr vorhin sehen konntet, packt der EPF Puls auch stärkere Steigungen, wo der EPF 2 bei mir langsamer war oder auch mit mehr Gewicht Probleme hatte. Dann haben wir vorne und hinten Blinker, die sehr hell sind und zusätzlich noch piepen, damit man auch weiß, dass diese an sind. Finde ich top. Klasse finde ich es, dass der Scooter jetzt voll gefedert ist und das Fahren damit ist sehr angenehm, vor allem auch auf unebenen Straßen oder wie ich ihn gerne nutze, durch den Wald. Dass der E-Scooter 22 Stundenkilometer fährt, finde ich super. Dann gefällt mir das Trittbrett besonders gut, da ich darauf einen sehr guten Halt habe und ich finde es toll, dass die Schutzbleche schön weit nach unten gehen, damit die Federung nicht schmutzig wird. Wünschen würde ich mir jetzt aber noch ein moderneres Display, am besten mit einer integrierten Navigation, so dass man auch sein Handy in der Tasche lassen kann. Auch wäre es cool, wenn man zusätzlich am Display seine zurückgelegene Strecke sieht oder die aktuelle Motorleistung. Das fände ich ein richtig cooles Feature. Genial wäre es auch, dass man direkt am Scooter ein integriertes Schloss hätte, zumindest die Vorrichtung dafür, damit man das nicht extra separat mitschleppen muss. Ansonsten könnte meiner Meinung nach der Ständer noch etwas massiver sein, auf der Webseite kann man sich aber nachträglich einen verbesserten Ständer dazu kaufen. Abschließend, wir haben hier einen tollen vollgefederten E-Scooter, der wie der EPF 2 XT600 richtig Laune macht, aber nochmal mehr Komfort und Power bietet. Solltet ihr noch Fragen zum EPF Puls haben, schreibt mir diese doch unten in die Kommentare. Auch würde mich interessieren, was euer Favorit ist und vor allem, was euch bei einem E-Scooter wichtig ist. Sollte der EPF Puls euch aber zu teuer sein, schaut euch unbedingt auch den EPF 2 XT600 an, der ebenfalls ein toller E-Scooter ist und vor allem von meiner Frau sehr gerne genutzt wird.
Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich über ein Abo von euch freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like da. Hier oben rechts gibt es jetzt noch zwei weitere Videos und links kommt ihr zu meinem Kanal. Und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut!